weiss nicht mal, wer Mann ist. Und dann weiss ich auch nicht, wer in 10 Jahren kommt. Oder? Wo ich mich sehe, da weiss ich noch nicht genau. Nach meinem Lehrabschluss würde ich sehr gerne bei der Klientisbank Toggenburg bleiben und mich als Kundenberater weiterentwickeln. Wir haben vor, um einen Aufenthalt in England zu machen für ein Jahr. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Ich denke, ich würde zuerst mal 2 Monate mit Kollegen und Familie reisen gehen. Ich weiss noch nicht so ganz konkret was, aber sicher auf der Bank weiterarbeiten und eine Weiterbildung machen. Ja, also ich denke, ich würde sicher ein Studium machen. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob ich zuerst noch arbeiten werde und das Militär kommt ja auch noch. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Abteilung finde und dann auch bleiben will, dass ich dort sicher auch etwas Gutes finde. Zuerst steht einfach nur der Lehrabschluss und dann vielleicht noch die Berufsmatura. Nein, also ich arbeite einfach sehr gerne am Schalter, aber sonst weiss ich noch nicht genau. Ich habe schon seit ich mit der Lehre angefangen habe und mich mit dem Bankwesen befasst habe, ist mir bewusst, dass die Vermögensverwaltung, also das Private Banking, sehr am Herzen liegt, sage ich mal. Ich würde mich sehr gerne im Fachgebiet finanzieren und Anlegen spezialisieren, weil ich das am coolsten und am spannendsten finde. Chef zu werden ist sicher etwas Schönes, sicher auch etwas Stressiges, aber mein Ego treibt mich eher dazu, zum Chef zu werden. Ich glaube, das wäre mir zu viel Verantwortung. Absolut. Also das ist sicher auch ein grosser Traum von mir, dass ich mal ein Team leiten darf. Ein Ziel? Bis jetzt eigentlich nicht, aber kann ja noch werden.